Unregelmäßige Verben, être und avoir. Coucou, aufstehen, kleiner Croissant. Du möchtest doch sicherlich auch unregelmäßige Verben im Französischen konjugieren können. Dazu schauen wir uns dieses Mal être und avoir an. Kennst du diese Verben denn schon? Ja, Madame, ich bin bereit. Von diesen Verben habe ich schon gelesen. Aber was ist an den Verben denn anders als an den anderen Verben? Nun ja, du kennst zum Beispiel ja schon das Verb to be aus dem Englischen, das sein bedeutet. Auch das Verb to be im Englischen ist unregelmäßig, genauso wie sein im Deutschen und être im Französischen. Du erkennst schon, dass es unregelmäßig ist, weil es mit der Endung re endet und nicht mit er. Sicherlich fragst du, wozu du das Verb brauchst. Du kannst mit diesem Verb zum Beispiel nach Personen fragen, qui est, wer ist es, oder qu'est-ce que c'est, was zu Deutsch bedeutet, was ist das. Am besten lernst du das Verb auch einfach auswendig, weil du es immer wieder brauchen kannst im Französischen. Dann zeige ich dir jetzt mal die Konjugation. Kannst du es für uns bitte vorlesen, Croissant? Bien sûr, Madame. Also, être, je suis, ich bin. Tu es, du bist. Il, elle, on est, er, sie, es ist. Nous sommes, wir sind. Vous êtes, ihr seid. Ils, elles sont, sie sind. Jawohl, gut gemacht, Croissant. Dann schauen wir jetzt mal an, ob du dir das auch alles schon merken konntest. Kannst du uns verraten, was in die jeweilige Lücke kommt? Also, welche Verbform kommt zu welchem Pronomen? Oh, jetzt muss ich mein Köpfchen aber anstrengen, Madame. Also, ich probier's. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Bravo! Dann machen wir jetzt das Ganze etwas schwieriger. Kannst du auch hier in diesem Text die Lücken ausfüllen? Denke immer daran, welche Form du für welches Pronomen brauchst. Hinter dem Namen Marie ganz unten steckt nämlich die Form elle, also sie. Daher bin ich mir sicher, weißt du auch schon, welche Verbform in die Lücke muss. Also, au travail, kleiner Croissant, fülle mal die Lücken aus in diesem Lückentext. Bist du soweit? Auf geht's! Was kommt wo rein? Jawohl, ich bin soweit. Also, erster Satz. Salut, je suis Claire et toi? Je suis Florian et voilà Malou et Marie. Salut, vous êtes de Berlin? Non, nous sommes de Stuttgart et toi? Tu es de Paris? Oui, et les filles, elles sont aussi de Stuttgart? Non, Marie est de Francfort et Malou est de Cologne. Formidable! Und weißt du auch schon was zu dem Verb avoir? Was kannst du uns denn darüber schon erzählen? Dann ist das mit dem Verb avoir haben vermutlich auch ganz ähnlich. Das Verb haben ist im Französischen genauso unregelmäßig und auch das sollte man auswendig lernen. Und gelesen habe ich, dass man sowohl das Verb être als auch das Verb avoir braucht, um die Vergangenheit, also das Passé composé, zu bilden. Gut aufgepasst, Croissant. Dann lese ich dir auch hier mal die Formen vor. Von avoir. J'ai, ich habe. Tu as, du hast. Il, elle, on a, er, sie, es hat. Nous avons, wir haben. Vous avez, ihr habt. Il, elle, on, sie haben. Prägt sie auch dir gut ein. So, schauen wir mal, ob du das schon alles verstanden hast. Jetzt bist du dran. Ordne zur jeweiligen Verbform das Pronomen zu. Was kommt denn bei der ersten Form zum Beispiel rein? Welches Pronomen gehört zu der Verbform avant? Weißt du es noch, Croissant? Jawohl, also bei avant gehört das Pronomen nous dazu. Bei est kommt je, also j'ai. A kommt zum Pronomen tu, avez zum Pronomen vous, on zu il oder elle und das letzte a zu il, elle oder on. Bon travail, gut gemacht, das hast du ja schon alles gut gemerkt. Merci beaucoup, Madame. Und jetzt, wie sagt man doch? J'ai faim, ich habe Hunger.